Also ich denke, wir müssen die Unternehmen dort abholen, wo sie heute stehen. Die meisten Unternehmen, die haben heute ein Bildungssystem, was sehr stark durch Seminarlernen. Viele haben schon vor einigen Jahren dann reines E-Learning eingeführt, geprägt ist. Und ich beobachte das auch. Ich habe mich heute mit zwei sehr großen Unternehmensvertretern unterhalten, die im Prinzip parallel, obwohl sie in ganz unterschiedlichen Branchen sind, in Richtung Blended Learning gehen, quasi jetzt als nächsten Schritt beginnen, einen begrenzten Freiraum für die Lerner anzubieten, nämlich im Rahmen eines Blended Learning Arrangements, wo sie nach wie vor noch ihren Trainer, der dann vielleicht Moderator oder Lernbegleiter heißt, vor sich haben, wo sie aber dann in den Selbstlernphasen die Möglichkeit haben, ihren Lernprozess im Rahmen relativ eng vorgegebener Eckpfeiler selber zu planen, vielleicht auch schon lernen, online miteinander Erfahrungswissen auszutauschen. Das wird dann vielleicht im nächsten Schritt dann angereichert durch projektorientiertes Lernen, wo man dann mit Lerntagebüchern und solchen Dingen so etwas wie Social Learning, wie das heute genannt wird, initiiert. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses kann man natürlich die Freiräume, die man den Lernern gibt, immer mehr erweitern. Weil sie lernen beispielsweise in diesen Projekten, die wir dann in die Blended Learning Arrangements integrieren, lernen sie ihre Kompetenzziele selbst zu definieren, mit den Kompetenzmessungen umzugehen, mit ihrem Coach, der sie begleitet, ihre Kompetenzentwicklung selbst organisiert voranzutreiben, aber immer noch in einem begrenzten Bereich, nämlich in dem Projekt. Und damit, glaube ich, kann man einen Prozess in Gang bringen, wo über Blended Learning, Integration von Social Learning, irgendwann mal am Ende auch Workplace Learning steht. Man wird ein Unternehmen nicht schlagartig quasi zu diesem Ziel bringen können, sondern das muss in jedem Unternehmen entsprechend der vorhandenen Lernkultur, und dann sind wir wieder bei unserem Ausgangsthema, muss es für jedes Unternehmen ganz spezifisch gestaltet werden und es muss in einem entsprechenden Implementierungsprozess, also Veränderungsprozess, dann auch umgesetzt werden. Das ist ja sozusagen schon ein Blick in die Zukunft ein Stück weit. Davon gibt es ja relativ viele, darum würde ich gerne schließen in der Runde mit der Frage an euch jeweils, wenn ihr drei Wünsche hättet, wie sich Lernkultur oder das Lernen im betrieblichen Kontext weiterentwickelt oder vielleicht auch verändert. Bei mir wäre jetzt so dieser Bildungsbegriff ein bisschen im Hintergrund. Welche drei Dinge wünscht ihr euch jeweils für die nächsten 10 Jahre im Bildungsbereich von Unternehmen? Also der drei, ja? Drei. Der erste Punkt wäre für mich, dass dieses informelle Lernen, jenseits jetzt von Blended Learning und formalen Lernformaten, verbunden wird systematisch mit formalem Lernen, weil das zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist übrigens auch für die Fachkraft, die jetzt von mir aus AEVO macht oder Meister wird oder wieder Techniker, und lebenslanges Lernen erfordert das für jeden. Also, dass diese zwei Seiten zusammenkommen. Der andere Punkt, dass wir einen Zusammenschluss oder eine Verbindung, eine verstärkte Verbindung von Beschäftigungssystemen mit Ausrichtung der Beschäftigten auf betriebliche Geschäftsprozesse, die da eben nicht primär als Lernprozesse verstanden werden, mit dem Bildungssystem haben. Das heißt also, die Verbindung dessen, was wir im dualen System als Dualität haben, aber auch an dualen Hochschulen, wie du vorhin gesagt hast, dass diese Dualität enorm vorangetrieben wird, weil dann über diese andere Seite, die ja heute in den Betrieben mit vorhanden sind, von der Ausbildung bis hin zu berufsbegleitenden BA- und MA-Studiengängen, die andere Seite, nämlich der bewusste Bildungsauftrag, so in den Betrieb mit eingeschlossen wird. Und der dritte Punkt ist, ich glaube übrigens, wir sind auf dem Weg. Ich sehe die Perspektive einfach. Wir haben seit 2 Jahren zum Beispiel Fortbildungsberufe, die wahrgenommen wird, des geprüften Ausbilders, Aus- und Weiterbildners und des geprüften Berufspädagogen. Okay. Das sind Fortbildungsberufe, die ich ganz stark über Lernen in der Arbeit, die aber ihre sozialen und persönlichen Anteile haben. Kurzum, und mein dritter Punkt wäre, dass wir in den Unternehmen eine verstärkte, eine veränderte Personalentwicklung haben. Was ich selber erlebe, ich betreue seit 20, 30 Jahren betriebliche Projekte, dass in den Großbetrieben, die überhaupt so etwas haben, wir ganz stark administrativ denkende Personen haben, wenig innovative, aber die Masse der Betriebe
haben ja überhaupt keine Personalentwickler oder keinen Personaler, wo die Masse der Menschen auch sind, wo die Masse der Beschäftigten sind. Und dass das, was wir heute über Coach, über Ausbilder, über Weiterbilder, über Personaler haben, dass hier eine verstärkte Lernkompetenz in dieses Personal hineinkommt, was in Verbindung mit dem öffentlichen Bildungswesen zusammenarbeitet über Punkt 2, über Punkt 1. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass das zum Positiven der Ökonomie auch ist, weil, ich sage es nur noch mal anhand des lernenden Unternehmens, das ist eine Bezeichnung, die sagt, die Betriebe müssen lernen, auch wenn sie nur sagen, wir brauchen Innovation oder Wettbewerbsfähigkeit. Aber das steckt dahinter. Also der dritte Punkt ist einfach dort die Professionalisierung des Personals, des Personalentwicklungspersonals in Richtung mehr auf Lern- und Bildungsdimension. Das ist sozusagen das Einläuten für die letzten, für die letzten Wünsche. Ja. Schön. Okay, drei Wünsche. Vielleicht vorweg bemerkt, wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren eine wirkliche Revolution des Lernens deswegen erleben, weil wir mit Hilfe von sogenannten humanoiden Computern in 10 Jahren ganz andere Lernarrangements, insbesondere am Arbeitsplatz, gestalten können, als wir das heute einfach von der Lerntechnologie her machen können. Und wir haben aber die Sorge, dass wenn wir diese dann neuen Lernsysteme haben mit humanoiden Computern, so wie das so schon ein bisschen absehbar ist, wenn man diesen neuen Supercomputer von IBM sieht, Watson, welche Leistungsfähigkeit er im Sinne von Zuarbeit für einen Lerner hat, wenn wir die dann haben, dass die Menschen dann gar nicht in der Lage sind, wirklich sinnvoll mit der Leistungsfähigkeit dieser Computer umzugehen. Deswegen wünsche ich mir von den Bildungssystemen, dass sie jetzt damit anfangen, schrittweise die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, mit solchen komplexen und leistungsfähigen Systemen umzugehen. Und das hat viel mit Selbstorganisationsfähigkeit und Eigenverantwortung zu tun. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass die betriebliche Bildung so dynamisch und flexibel wird, dass sie die Entwicklungen, die wir in der Arbeitswelt haben und die vor allen Dingen natürlich auch durch technologische Veränderungen und Weiterentwicklungen stattfindet, dass sie in der Lage ist, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten, im besten Fall sogar diesen Entwicklungen einen Schritt voraus zu sein, um die Mitarbeiter auf die Veränderungen, die permanent in der Arbeitswelt stattfinden, vorzubereiten. Und mein dritter Wunsch wäre, dass die betriebliche Bildung, wenn sie denn diese Vision des Workplace Learning, die wir vorher dargestellt haben, realisiert, den Mitarbeitern so viel Entwicklungsspielraum gibt, dass die Mitarbeiter die Möglichkeit, die Chance haben, sich nicht nur im Sinne jetzt der Maximierung der Unternehmensergebnisse zu entwickeln, sondern dass sie dabei auch eine persönliche, zumindest die Chance haben, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und damit sind wir natürlich auch ein bisschen wieder beim Thema Bildung angekommen, dass das natürlich eine sehr visionäre Darstellung ist, ist mir klar, aber ich sehe zumindest eine Chance, in diese Richtung zu kommen. Ich hoffe, ihr erlaubt mir zumindest einen Wunsch für das Bildungssystem, und das wäre, dass für mehr der Mitarbeiter das Thema Emotionalität und persönliche Entwicklung zum Thema wird und wir wieder eine gute Balance finden zwischen Leben und Arbeiten und so ein bisschen dieses fetischistische immer mehr, immer schneller sich wieder auf was Angemessenes, was Passendes einspielt. Mhm. Und das sowohl eben für die, sag ich mal, hochperformenden Manager, als aber auch für diejenigen, die wir als Bildungsverlierer sehen. Und vielleicht haben wir da heute den einen oder anderen Impuls dafür geliefert. Da möchte ich euch ganz herzlich danken. Okay. Ich fand es enorm spannend und ich hoffe, wir haben irgendwann in der Zukunft die Gelegenheit, da mal eine nächste Runde dran zu hängen. Und ja, jetzt wünsche ich uns erstmal einen schönen Abend. Okay. Dankeschön. Prima, danke okay. Auch hier. Tschüss. Lutz, ja, sind wir fertig. Ja. Danke dir, Lutz. Er ist gar nicht zu sehen gewesen, wie auch immer. Ja, da müssen wir nochmal ein Foto. Nein, hochspannend.